Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde. I am Future. Sorry. Oh Mann, es geht schon wieder gut los. Ja, gerade wieder angeschaltet die Serie und schon geht's wieder gut los. Ja, also ich habe die Monitore gebaut. Ich habe auch hier ein kleines bisschen gegen den fiesen. Diese fiese Nachtgespenster habe ich ein kleines bisschen hier gearbeitet. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen Bubu machen, damit wir im Endeffekt gemeinsam mit neuer Energie in den Tag starten können. Aber leider hatte ich nicht genug Ressourcen oder nicht genug gegessen. Und somit hat mein Körper gesagt, nein. So, aber ich habe gesagt, ich hole euch dazu. Da sind wir wieder. Wo habe ich die jetzt hingelegt? Hä? Hä? Wo habe ich die jetzt hingelegt? Ja. So, ja, wo sind die? Ja, ich habe doch die gebaut. Hä? Wo habe ich die hingelegt? Ich habe doch die gebaut. Da habe ich sie. Ah, übrigens, ich habe auch den Hammer. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Ich habe den Hammer jetzt an der Hand. Und es gibt wohl die Möglichkeit, dass man diese Dinge auch verbessern kann. Was ist das denn? Werkbank? Was ist das denn hier? Ressourcen an der Presse aufteilen. Platziere Ressource im Pressendruck wird die Ressource. Also ich kann nur das hier. Was ist das denn hier? Platziere eine Ressource in der Presse. Der Druck wird die Ressource in ihre Komponenten aufteilen. Ah, aufgeteilt werden kann. Das ist ja mal cool. Okay, das finde ich gut. Ui. Eisensäge. Da habe ich die Eisensäge und das habe ich auch. Oh, Entschuldigung. So, pass auf. Das habe ich noch nicht gesehen. Guck mal hier. Das hätte ich gerne hier. Danke. So, was haben wir denn hier? Das habe ich leider nicht. Das habe ich auch nicht. Metallrahmen. Schade, das habe ich nicht. Kinetische Hand. Metallrahmen. Wie baust du Metallrahmen? Das kann ich nicht lernen. Entwurf Sprinkler. Das kann man machen hier. Ziertopf. Warte mal. Das ist bestimmt die nächste Bank, oder? Metallrahmen. Oder brauchst du dafür irgendwie... Cool, ich hab die... hier, guck mal. Oh, sorry. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Warte mal. Bauen, hier, bauen. Hier, was ist das hier? Was gibt's da hier? Gartenbeet, Sprinkler, okay. Hier. Kann ich doch hier, warte mal. Hier, das da. Den Bohlenspeicher. Der Bohlenspeicher. Pass auf, den Bohlenspeicher mache ich hier hin. Und den Blechspeicher. Pass auf. Den mache ich hier nebendran. Hier. Genau so. So. Pass auf. Dann kann ich, brauche ich jetzt 4 von denen. 1, 2, 3, 4. So, und dann nehme ich hier eins. Doch, zack, nimm ein Blech mit. Komm, Kollege, nimm ein Blech mit. So, dann hol noch ein Blech. Krieg's hier ein bisschen sauber hier. Sehr schön, pass auf. Jetzt wollen wir natürlich hier ein kleines bisschen hier. Du darfst was essen, komm, ess was hier. Ein bisschen Grünzeug hier, den machen wir weg hier. Einmal. Zweimal. Guck mal, hier kannst du wegmachen, cool. Komm ich jetzt auch an andere Sachen dran. Oh, wie geil ist das denn? So, hier. Bohlen aufnehmen und wie viel passen da rein? 10 Stück. Nicht vorne dran abwerfen, Kollege. So. So, komm. Was war das jetzt? Also manchmal schmeißt er mir das einfach auf den Boden. Auch wenn ich keine linke Maustaste drücke. Hier habe ich die Bleche, pass auf hier. Wie cool ist das denn? Oh.
Sehr schön. Guck mal an, meine Freunde. Na, dann machen wir den hier weg. Und dann kann ich mal hinten rein gucken, was da hinten noch gibt. Aber eigentlich, ich weiß, eigentlich wollte ich ja was anderes wieder. Das machen wir aber auch noch jetzt gleich. So, komm. Zack. Das nächste Spiel, was geben wird wahrscheinlich von Playway, ist da einfach der Aufräumsimulator, weißt du? Dann räumst du einfach nicht zu Hause auf, weißt du? Da kann die Küche aussehen wie Sau, ja, deine eigene Butze sieht aus wie sauer. Hauptsache, du hast ein Spiel gespielt, wo du aufräumst. Oh Mann. So, du hast Hunger, ja? Ich weiß, ich muss unbedingt ein bisschen pofen. So, komm, hier ist ein bisschen Busch. Stellt euch mal den Blick vor. Du stehst irgendwo in der Pampa und fängst an, irgend so einen Busch zu futtern, ja? Hast keine Ahnung, was er macht, aber Hauptsache hier, da brauche ich den Hammer. So, das ist das hier. So, pass auf hier, guck mal. Nee, ich komme da nicht hin. Och, komm. Oh Mann. Echt jetzt? Na, dann kann ich das auch lassen hier. So, pass auf. Wenn es so ist, dann lassen wir das mal so, wie es ist. Das haben wir hier sauber. Was gibt das hier? Metall. Ah, guck mal, es gibt hier Rohre. Oh. Sehr schön. Hammer. Ach, ich habe übrigens den Hammer, habe ich gesagt, ne? Ich habe den Fisch gesammelt und dann habe ich auch den Hammer. Das ist ja mal cool. Coole. Kreissäge benötigt. Stahlsäge benötigt. Habe ich nicht. Habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht. Hier liegt noch ein Bohlen. Zack. So, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Komm, Leute. Ich habe euch lang genug hier rumgedrödelt. Hier kannst du richtig sauber machen. Hey, cool, 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 cool. So, lass ich mal hier, pass auf. Was habe ich gesagt? Hier, pass auf, der kommt hier rüber. So, der kommt hier rein. Da kann ich mir was zu essen machen. So, bitteschön, jetzt hast du ein bisschen mehr gegessen. So, dann packst du mal das hier rein. So, okay. Wäre doch gelacht, wenn es nicht klappt hier. So. Wie gesagt, hier waren wir stehen geblieben. Das machen wir jetzt gemeinsam. Danke, dass du diesen Smart-Turm von Unicorp benutzt. Ich wurde entworfen, um alle Leute weit und breit das Leben und die Kommunikation zu erleichtern. Meine Funktionen umfassen Bewusstseins-, Digitalisierung, Gedächtniskorrektur, Kontakt zur fernen Welten und Drohnensteuerung. Bitte wähle eine Option. Okay. Ich habe keine Drohne. Modul verbessern. Expedition starten. Ach, da ist meine Drohne. Habt ihr gesehen? Coole Sache. Coole Sache. Wo bin ich denn? Hier. Müllüberseeter Strand. Verfügbarkeit benachrichtigen. Okay. Abgestürztes Flugzeug. Flugzeugrumpf ist von Schlammspritzern übersät. Und das Cockpit schwärzer als die Nacht. Dieses Flugzeug gehört einem Brommi. Jetzt wird es nie wieder fliegen. Was haben wir denn hier? Verlassene Unterkunft. Was brauchst du denn da? Ah, das ist Energie, ja? Also du brauchst immer ein Energie. Okay, da kann ich wahrscheinlich regelmäßig hingehen. Ah, hier, Stander Horter. Na cool, ja komm, geh zu Stan. Draufbleiben. Endlich ein Kunde. Und ich dachte schon, ich würde diese Woche gar keinen Gewinn mehr machen. Oder diesen Monat. Oder dieses Jahr. Oder bis meine Batterie leer ist. Übrigens, ich habe frisch meine Preise gesenkt. Zu jedem Kauf gibt es nun gratis Danke. Also greif zu. Okay. Wer bist du? Früher war ich mal Steuerberater bei Unicorp. Täglich habe ich davon geträumt, ein kleines Antiquitätengeschäft zu eröffnen. Okay. Woher kommen diese Produkte? Ach, ich habe eine Menge Lieferanten. Okay, handeln. Ah, ich habe kein Geld. Ach, ich habe 70 Münzen. Oh. 70 Münzen. Da, das Auge bräuchte ich. 140.
Kryptofarm, okay. Hä? Quelle, ah, Ü-Münzen, Quelle Kryptofarm, okay, Ü-Münzen. Das ist Kaffeesamen. Was ist das hier? Das Mythos besagt, Zeus wäre wütend geworden, das meiste Schal, weshalb Pandora schuf. Das öffnen sie irgendwelche Büchse, weltweit unklar, was. Ich will mal gucken, ich habe so eine Büchse, ne? Okay, ich habe nichts, was ich da jetzt brauchen könnte. Ich kann auch nicht wirklich viel kaufen. Okay, gut. So, dann, ich habe noch eine Energie. Was ist das hier? Ah, Transportfläche, okay. Dann würde ich sagen, komm. Dann geht's dahin. Alles nehmen. Okay. So, dann hierhin. Ist das ein Minigame? Das ist ein Minigame. Sehr schön. Cool. Finde ich witzig. Finde ich nett gemacht. Was meint ihr, oder? Ist es nicht nett gemacht? Oh, hast du gehört, wie sich dieses meines Instrument unter die blablabla. Hast du gesehen, wie lästige Fans das Serviusstück gerissen haben? Nur um mir Retro-Diva mal näher zu kommen. Stimme aus einem Lautsprecher. Das ist die wahre Macht der Musik. Untersuchen. Artikel über Mark Quinn. Ja? In Cosmopolis geht es immer heißer her. Das berühmte, berüchtigte Film- und Musiksternchen Retro-Diva Mark Quinn wurde erneut Arm in Arm flanierend mit zensiert gesichtet. Okay. Bin es nicht ich? Dies könnte der Alkoholverliebte sein, neue Geliebte, bla bla bla. Okay. Na dann. Halten und drehen. Tablet. Kann ich das Tablet haben, oder? Ah, das war das schon. Okay. Astronomische, doch wird das richtige Wortwahl zu beobachten. Alkoholverliebte, bla bla bla. Affäre. Okay. So, was haben wir hier? Leider kommst du ohne Zugangscode nicht ins Cockpit. Meine armen Jungs, meine Androiden, kannten die richtige Ziffer. Such nach ihnen. Okay. Okay, das habe ich nicht. So, was ist das hier? Ist es? Ah, das ist der. Ah, guck mal. Entwertetes Ticket. Was wohl das Reiseziel dieses Tickets war? Sonnige Küstenresorts oder doch eher militärische Flugzeugträger. Vielleicht ja keins von beiden. Nun ist es mit den Elektronisten Schleim übersät und unleserlich. Aha. Aber das ist ein Ticket. Von Wanderburg. September 8421. Probieren wir mal 8421. Ah, hier liegt noch eins. Warte mal, hier liegt. Habe ich den nicht gesehen? Wieso habe ich den nicht gesehen? Achtet. Beschriebenes Ticket. 019. Ich muss, glaube ich, mal aufschreiben. Sieht auf jeden Fall so aus wie 019, oder? 019. Hier ist das Glücksticket. Du kannst immer noch etwas wie einen Code erkennen, der mit Markern drauf geschrieben ist. Da steht 19. Leider ist das Salzwasser einige Ziffer verursacht. Also ich würde sagen, das ist eine 0. Ja? Aber 19 steht schon mal fest. Wo ist die andere Hälfte abgeblieben? Okay. Das ist das hier. Das haben wir untersucht. Das ist der hier. Energie habe ich noch. Das ist das hier. Jetzt nochmal gucken, was haben wir hier? Kann man gar nichts lesen, ja? Kann man gar nichts lesen. Wir gehen mal nach. Okay. War es das schon? Ja, 25.000 Tickets. Gebackene Pilze. Baue Brücke. Baue einen Mini-Roboter. Finde Code zum Cockpit. Und rette Mark Quinn. Marie Quinn.
Aha. Wir gehen nach hinten. Ui, was ist das denn hier? Bitte antworten. Echo-Basis, hören Sie mich. Ein statisches Rauschen. Dies hier ist Marquin Brondos Flugzeug. Bitte antworten. Wir werden für unsere Notlandung Cosmopolis ansteuern. Knattern. Einer der Motoren steht in Flammen. Vielleicht wurde ein Vogel in die Turbine gesogen. Dann wird es aber nicht knattern. Ich kann doch nichts dafür, wenn die im Sturzflug auf mich zukommen. Okay. Bodenkontrolle, es brennt an Bord. Bitte kommen. Statisches Rauschen. Wir verlieren an Höhe. Wir müssen eine Notwasserlandung machen. Hier spricht der Captain. Wir müssen notlanden, falls die Piloten Hilfe brauchen. Hier der vierstellige Code. Ah, 26, haben wir doch schon. War nicht 6. 26, 19. Okay. Schreiende Fluggäste, oh nein! Wir haben keinen Strom mehr, der Server ist ausgefallen. Knattern. Vögel, das sind keine Vögel. Sie hängen am Rumpf. Ah, okay. Weniger als eine Minute bis zum Aufprall im Wasser. Das vorbei, was vor ein, was vor ein, was langsam, langsam. Weniger als eine Minute bis zum Aufprall im Wasser. Das vor ein Flugzeichen liegt bei Null. Okay. Artikel über digitale Unsterblichkeit. Unsterblichkeit. Ah, deswegen ist der andere im Kühlschrank, genau. Unser ehrenwerter Bürgermeister und Direktor von Unicorp, Lukis, ist überzeugt, dass die Erdföderation nun keine erinnerungsträchtigen Momente mehr verlieren wird. Okay. Haben Sie keine Fähigkeiten, die den Menschen dienlich sind, verzagen Sie nicht. Auch Geld wird Ihnen digitale Unsterblichkeit garantieren. Okay, gut. Also wir haben das Ganze zusammen, das haben wir gemacht, da gibt es sonst nichts. Wir gehen wieder rein. Wir wissen jetzt, es ist 26.19. Oh, nach so vielen Jahren wird die Prinzessin endlich von ihrem Prinzen gerettet. Es kommt mir alles so wie Futurama vor. Oh Mann. Ich erinnere mich an den Tag, als der Mann, den ich liebte, das erste Mal dieses Lied auflegte. Ach, er war etwas ganz Besonderes. So stark und galant. Ich habe mich so in ihn verliebt, dass ich fast in Ohnmacht fiel. Es war, als wäre ich nach einem endlosen Albtraum an einen schönen Ort aufgewacht. Ja, jetzt ist es eine Jukebox. Geil. Oh, das kommt in den Roboterhimmel. Ja, wie bei Futurama. Roboterhimmel, ja. Gut. Damit er mich wieder berührt und mir Leben schicken würde. Wie schon zuvor. Aber jetzt bist du hier, Schatz. Und ich glaube, ich habe mich wieder verliebt. Öffne deinen Chat, Schatz. Ich schicke dir ein Küsschen. Ich helfe dir doch gerne. Aber ich kenne dich kaum. Du weißt nicht, wer ich bin? Vielleicht hast du mich noch nie gesehen. Ich war in letzter Zeit in keinem Film. Aber ich bin sicher, du hast mich schon singen gehört. Okay. Bitte, Schatz, rette mich aus diesem Drecksloch. Jazzballaden, nee, wenn das Jazz, dann lass gut sein. Jazz brauchst du mir gar nicht vorspielen. Ich bin kein Freund von Jazz. Dich diesem Schicksal zu überlassen, wäre unmenschlich. Ich glaube, elektronisch anrichten, okay, gut. So, es geht zurück. Na? Komm. Blum. Sehr schön, da sind wir zurück. Ach, hatte ich jetzt die Dinge gebracht, okay. Den aktuellen Wochentag siehst du im Charaktermodus links unten auf dem Bildschirm. Montag, okay. Einige Krypto-Shops und Expeditionspunkte sind nur am bestimmten Wochentag, habe ich damit schon mitbekommen. So. Richtiger Ort für einen Start von meinem Kaliber ist.
Kannst du eine Bühne für mich finden oder ein gemütliches Plätzchen an der Bar? Okay. Du kannst Charaktere, die auf dich bewegen, näher einfach gewünschte Charakter, Reiter, Charakterwahl des Baummenüs. Okay. Ah, ich kann ihn bewegen. Ah, ich kann sie bewegen. Guck mal her. Bewegen kann ich sie. Inspirieren willst du dich, ja? Guck mal, kann ich dich da reinsetzen? so, alles schon. Achso, kann ich hier hinlaufen, kann gucken. Pass auf, wir machen das anders hier. Charakterwahl. Ne? Hier Beziehung. Bewegen. Hier, guck mal. So, bitteschön. Zwei Pets kann ich später tragen, ja? In Bewegung. Voilà! Wie gefällt dir der neue Platz? Aha, wie eine Frau von tapferen Helden gerettet zu werden. Nimm es! Für mich sieht es Kritzeleien aus, aber es ist damit anfangen. Oh! Ich bin auf einer Farm groß geworden, wusstest du das? Damit kann man Geld farmen. Eine Kryptofarm wäre äußerst nützlich. Okay. Entwurf freigeschaltet. Kryptofarm. Ah, cool. Irgendwann. Okay. Versprich zu lachen. Moment, hier ist okay. Vergangenheit. Würdest du der albernen Bitte einer Dame nachkommen, würdest du mir einen Scheitel von wie ein Aristokrat ziehen? Okay. Neues Objekt. Achso, ich sollte einen Scheitel haben wie ein Aristokrat. Okay. Ja, das ist gern gemeint, aber. Guck mal, kriegst du den hier, hä? Ist das okay? Da, den Bart. Achso, okay. Was haben wir hier? Ja, das ist das hier. Das ist das. Klamotten. Ja, den hier. Ja. Werkzeuge haben wir durch. Ist okay. Da ist der Hammer, den ich gesagt hatte. Gut, das haben wir schon gemacht. Da ist der Turm. Ich war noch nicht fertig. Warte mal. Haben wir doch irgendwas gesehen? Hier, da ist die Zweierkiste. Hier ist der, da ist der Kryptofarm. Ja, Blech. Okay, guck mal, da könnte ich sogar schon bauen. Aber ich frage mich, wie ich Strom herkriegen sollte, ne? So. Kann ich selber herstellen. So, guck mal. Das sind die Fische, haben wir. Sehr schön. So. Geh mit Aristokraten-Look zu Mary Quinn. Okay, ich glaube, abändern muss ich mich da unten. Komm, nimm einfach mal Holz mit. Wenn du schon unterwegs bist. Nimm die Blume mit. Kannst du was essen. So, kannst du schon mal wegräumen. So, dann kannst du den hier reinlegen. Blümchen kannst du hier reinmachen. Bitteschön. Ich wollte mich einmal umstaffieren. Aktionsmenü, das nimmst du mal mit. Da kann ich es abbauen. Sehr schön. Gut, Aktionsmenü. Sie will haben einen Aristokratenscheitel. Kriegst du. Dann kriegst du Brille. Dann kriegst du hier Disco-Tänzer. Dann kriegst du hier die Dista. Gürtel, keinen hier. Was haben wir hier? Da, guck mal. Keine Kette, ne, keine Kette, kein Hut. So, bitteschön. Brille bleibt. Das bin ich. Kriegst auch schicke Schuhe hier, hat er schicke Schuhe. So, passt. Sehr schön, guck mal. Änderung speichern. So, das bauen wir noch ab hier. So, haben wir ein bisschen Material. Finde ich gar nicht schlecht, jetzt kann man nämlich vieles abbauen. Können hier ein bisschen aufbauen. Aber ich brauche viel mehr Material. Ja, habe ich das nicht hier ausgesaugt hier? Wieso habe ich das nicht leer gemacht? Weiß ich nicht, warum ich das gemacht habe. So.
brauche ich besseres. Okay, gut. So, dann lass uns das schon noch hingehen und dann wäre ich wieder am Ende einer Folge, meine Freunde. Und dann versuche ich ein kleines bisschen higher zu machen. Damit wir ein kleines bisschen hier. Ich habe mich nicht geirrt. Hallo, Lucius. Erinnerst du dich, wie ich sagte, dass wir uns wiedersehen? Nein, du erinnerst dich nicht. Dein Gesicht ist dasselbe, aber dein Blick ist ein anderer. Bin ich Lucius? Warte, wie hast du mich genannt? Das kann nicht stimmen, aber ich erinnere mich an nichts. Vor langer, langer Zeit warst du als niemals geringer als der Chef von Unicorp bekannt. Lucius. Du warst eine große Flamme und du hast mich damals Memory genannt. Oh, wie du mich angesehen hast. Der Mann, der die Welt regierte, schaute mich an, als wäre ich eine Göttin. Damals habe ich mich sehr als mein Leben geliebt. Mehr als mein Leben. Sag mir, Schatz, liebst du mich noch? Ach, wie nett. Aber eine Jukebox und ein Mann ohne Erinnerung ergeben das schlechteste Duett des Jahres. gut, okay. Witze macht blablabla. Gut, da bin ich mal gespannt. Also Fakt ist, ich bin wohl derjenige, der das hier Ganze verursacht hat. War nicht so gedacht, nicht angedacht, aber hey, es ist, wie es ist. So, das gehe ich noch kurz mit euch ein bisschen in Richtung Bettchen. Ich nehme mir ein Holz mit. Dann haben wir das auch gemacht. Und wie gesagt, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr wieder meine Gäste wart. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da. Ich weiß, es ist nicht actiongeladen, es ist sehr, sehr ruhig. Aber es ist halt mal was anderes. Und ich denke, es ist mal schön, etwas anderes auch mal zu zocken. In diesem Sinne, herzlichen Dank und bis demnächst. Tschüss.